So, ich möchte euch gerne noch ein letztes wirklich sehr interessantes Tool zeigen, mit dem man sehr präzise schneiden kann. Deswegen heißt es auch Präzisionswerkzeug. Man kommt dahin, indem man einfach zwischen zwei Clips klickt und dann geht unten dieses Fenster auf. Ganz kurz zur Erklärung: Hier befindet sich das letzte Bild von diesem Clip und hier befindet sich das erste Bild von diesem Clip. Was ich also mache, ist, dass ich quasi den Schnitt zwischen diesen beiden Bildern bearbeite. Das kann ich tun, indem ich zum Beispiel das eine Bild verkürze und das andere verlängere. Das heißt, das erste, das obere, wird jetzt verkürzt und das untere, das zweite Bild, wird jetzt verlängert. So verschiebe ich den Schnitt in sich. Jetzt mache ich es genau umgekehrt. Jetzt wird das erste Bild länger, das zweite Bild wird kürzer. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber nur das untere Bild verändern will und das obere so lassen will, dann gehe ich an den unteren Schnitt in das untere Bild hinein, wirklich per Maus mit Klick und verlängere. Nur, wenn ich das verlängern will nach vorne, nur das Bild unten. Das heißt, was ich bearbeite, hängt im Endeffekt davon ab, wo ich mit der Maus stehe. Ihr erinnert euch an den Schnitt, vielleicht, da kommt jetzt gleich der Schüler rein. Das heißt, wenn ich jetzt den Moment haben will, kurz bevor der reinkommt, klicke ich hier unten rein und schiebe den bis dahin, bis er da eben reinkommt. Obwohl eigentlich die Bewegung hier noch ganz gut ist, dieser Blick von dem Herrn Grünwald, die Reaktion auf das Hereinkommen. Wenn ich jetzt, so würde ich also das Bild verschieben, wenn ich jetzt aber sage, das obere Bild ist mir zu kurz, ich will jetzt nur das obere verändern, klicke ich oben in das Bild rein und verändere das und mache es ein bisschen länger. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich will aber nur den Ton schneiden, ich will also quasi nur den Ton vorziehen, klicke ich hier oben in diese blaue Spur und dann wird mit der Ton hier unten und hier oben angezeigt. Der obere blaue Strich bezieht sich natürlich auf den Ton des ersten Bildes, der untere blaue Strich bezieht sich natürlich auf den Ton des zweiten Bildes. Also wenn ich jetzt nur den Ton vorziehen will, klicke ich hier rein in den Ton und ziehe nur den Ton, hier habe ich ihn, und ziehe nur den Ton nach vorne. Und ihr seht, im Bild bewegt sich gar nichts, nur der Ton bewegt sich. Und jetzt fängt der Ton schon vor dem Schnitt an. Das heißt, ich habe den Ton vom zweiten Bild unter das erste gezogen und das kann ich mir anhören, indem ich hier draufklicke auf diese Loop-Funktion. Ja, so dann gibt es keinen Sprung. Das heißt, zusammengefasst mit dem Präzisionstrimmer kann man sehr gut das Bild entweder verlängern oder kürzen, entweder den Schnitt in sich verschieben, den Ton vorziehen. Wichtig ist nur, dass ich mir merke oder dass ich genau gucke, wo klicke ich eigentlich rein. Klicke ich auf das obere Bild, verziehe ich nur das obere Bild, sonst nichts. Klicke ich auf das untere Bild, verziehe ich nur das untere Bild, sonst nichts. Klicke ich in den Ton hinein, verziehe ich nur den Ton. Sonst bleibt alles stehen. Man muss das ein bisschen üben. Wenn man das drauf hat, kann man aber wirklich tolle Schnitte machen. Und wenn ich das habe, drücke ich fertig. Und fertig ist der Präzisionsschnitt.